Gut, ich bin hier, um einen Talk über Flutter zu halten. Flutter ist ein Software-Development-Kit, mit dem man mit sehr wenig Code und sehr wenig Erfahrung sehr einfache Apps für verschiedenste Plattformen schreiben kann. Flutter läuft auf Handys, also Smartphones, auf Laptops, also auf Desktop-Systemen und im Web. Also ist quasi auf allem ausführbar. Daher ist es relativ praktisch, von einer Codebasis so viele verschiedene Geräte ansprechen zu können. Ja, wer Flutter installieren will, benutzen will, es ist relativ einfach. Einfach auf der Internetseite flutter.dev runterladen. Unter Linux ist die Installation relativ einfach, unter Windows etwas, unter Mac etwas. Ja, auch einfach, etwas komplizierter. Unter Windows ist sie natürlich kompliziert, weil Windows keine Open Source Software mag. Damit ist auch schon mal das Erste gesagt. Flutter ist Open Source, dementsprechend gut nach dem Motto mit Code die Welt verbessern und Dezentralisierung fördern. Was ist jetzt aber so besonders an Flutter? Und da gibt es das Erste, das sind die sogenannten Widgets, wie da oben hoffentlich steht. Ja. Und zwar basiert Flutter auf dem Verschachteln von Widgets. Das kann man sich vorstellen wie in einer Markup-Sprache wie HTML oder XML, dass man einfach verschiedene Dinge ineinander verschachtelt. In HTML hat man vielleicht einen Paragraph, der in einem Main-Element, im Body ist. Und in Flutter hat man eben auch solche Elemente. Nur der große Unterschied ist, diese sind nicht getrennt vom Quellcode. Das heißt, Layout und Quellcode sind eins. Und wenn man sich sicherlich nicht diese ganzen Namen dieser komischen Widgets merken will, gibt es einen ganz schönen Katalog online, wo man ganz schöne Beispiele bekommt und einfach nur angucken muss, wie man sie integriert. Es sind ganz schöne Erklärungen dabei, was sie tun. Ja, bei diesen Widgets gibt es verschiedene Arten. Da gibt es Stateful und Stateless Widgets, also welche, die einen Status haben und welche, die keinen Status haben. Und das ist ein sehr wichtiger Teil der Performance von Flutter. Wenn man jetzt nämlich ein Widget irgendwo in eine App beispielsweise reinschreibt und sagt, der Inhalt dieses Widgets ist eine Variable, von mir aus die Variable Zahl. Dann steht da die Zahl. Aber wenn ich diese Zahl jetzt ändere, muss ich mich nicht darum kümmern, dass sich das Widget ändert. Diese Zahl ist nämlich in das Widget integriert und sobald die Zahl sich ändert, wird das Widget upgedatet oder geupdatet, wie auch immer, aktualisiert. Aber eben nur dieses Widget und nicht der Rest der App. Und das ist sehr gut für die Performance, weil eben nur die Teile des Screens damit aktualisiert werden, die eben gerade sich ändern. Und wie gerade schon erwähnt, es ist alles in der Sprache Dart geschrieben und das Layout, das Design, das ist alles Teil des Quellcodes und nicht wie in anderen Sprachen separiert. Das kommt einem erstmal merkwürdig vor, wenn man es eigentlich von Android-Apps, von Desktop-Apps, vom Web, man kennt es überall, dass der Quellcode in anderen Dateien steht als das Layout. Das hat Flutter etwas anders gemacht. Ich fand es anfangs sehr merkwürdig, aber man gewöhnt sich an alles. Ja, jetzt, das soll symbolisieren, dass jetzt ein Beispiel kommt. Das war in Berlin. Hier haben wir eine ganz einfache Flutter-Anwendung. Da steht, dass wir die App Test-App haben, eine sehr kreative Namensfindung, und die ist ein Stateless-Widget, also ein Dingens, was sich aktualisiert, sobald sich ihr Inhalt ändert. Und das wiederum tut nichts außer einer Klasse Splash-Screen anzeigen. Das ist quasi jetzt das Layout. In HTML übersetzt wäre das so: Wir haben hier unser HTML-Dokument und der Inhalt ist der Body. Der Body ist in diesem Fall der Splash-Screen. Den gucken wir uns jetzt mal an.
Da sieht man jetzt dieses ganz Charakteristische von Flutter. Wir haben hier oben eine Funktion, eine Methode und hier unten Layout. Hier stehen irgendwelche Centers, da stehen Columns, da stehen irgendwelche Scroll-Sachen und Bilder, während direkt da drin, dazwischen, überall auch noch Code ist, der ausgeführt wird. Und diese Integration von Code in das Layout und dass eben auch Variablen geändert werden können, ohne dass man sich darum kümmern muss, was mit dem Inhalt passiert, das ist diese Hauptfunktion von Flutter. Ich muss mich nicht darum kümmern, okay, der Benutzer hat eine neue Variable, einen neuen Wert für die Variable eingegeben. Jetzt muss ich gucken, unter welchen Elementen diese Variable steht, sondern ich kann direkt sagen, okay, da ist was eingegeben, aktualisiere den Status und schon steht alles wieder da, wo es hingehört. Sehr angenehm ist auch bei der Entwicklung der Debugger, ich kann Code ändern und es wird live auch in der Anwendung, die ich gerade sehe, geändert. Wenn ich das recht gemacht habe, müsste hier gerade diese Anwendung laufen. Genau, und die lässt sich mit einem einfachen Klick auf das gelbe Symbol in der Entwicklungsumgebung der Wahl neu starten. Kann man auch über das Kommandozeilen-Interface machen. Genau, also das ist für gute Performance und sehr einfaches Debugging. So, back to presentation. Hier möchte ich einfach mal schematisch darstellen, wie Flutter überhaupt aufgebaut ist. Ich habe ja jetzt erzählt, dass es auf ganz vielen Plattformen funktioniert. Und da stellt man sich die Frage, wie funktioniert das? Quellcode funktioniert ja selten auf unendlich vielen Plattformen. Und das hat Flutter wie folgt gelöst. Es gibt die Sprache Dart. Und Dart ist quasi die Basis von Flutter. Flutter gibt dann irgendwelche Klassen in Dart, zum Beispiel Designklassen nach dem Material Design oder dem Apple Design, irgendwelche Widgets, Rendering, Animation, all das mögliche Zeug. Das sind die Sachen, die Flutter in Dart implementiert. Aber damit Flutter irgendwo drauf läuft, muss es ja kompiliert werden. Dart-Code selbst kann man aber in nichts Maschinenlesbares kompilieren. Und auch anders als Java gibt es nichts, was dazwischen ist, sondern es wird ganz einfach in eine andere Programmiersprache übersetzt. Das heißt, der Flutter- bzw. Dart-Code, der da entsteht, lässt sich am Ende in JavaScript kompilieren, in Kotlin kompilieren, in Swift Cross kompilieren, in Java kompilieren, in C++ kompilieren und, und. Also daher kommt es tatsächlich, dass dann weder eine virtuelle Maschine läuft, noch irgendwas anderes, sondern es wirklich nativer Code der eigentlichen Plattform ausgeführt wird. Und natürlich, das ist so der letzte Teil hier unten, kann auch mit der Plattform an sich kommuniziert werden. Also ich kann sagen, öffne die Schnittstelle von Android zur Kamera, öffne die Schnittstelle vom Web, dass JavaScript-Code ausgeführt werden kann. Also relativ portabel. Hier an der Seite stehen nochmal die Plattformen, die derzeit unterstützt werden. Also die Mobilplattformen, Android und iOS und Desktop werden zurzeit Linux, macOS und Windows. Ein paar Hacker haben es auch schon, und Hackerinnen und Hacker haben es auch schon geschafft, das auf FreeBSD zum Laufen zu bringen. Und auf dem sehr unbekannten Betriebssystem Fuchsia läuft es auch. Sollte das jemals jemand benutzen. Jetzt möchte ich es mal mit typischen Dingen, die man sonst für Cross-Plattform-Development verwendet, vergleichen. Da gibt es React zum Beispiel, Electron, die sind in Java, die verwenden alle JavaScript. Ja, Flutter, ich schreibe eine native App in der nativen Sprache des Betriebssystems. Wenn ich React nehme, schreibe ich in JavaScript und das Design wird dann zur jeweiligen Plattform dazu gepackt. Also wenn ich React verwende und das unter iOS laufen lasse und einen Zurück-Button einbaue, dann sieht der Zurück-Button aus, wie bei iOS ein Zurück-Button aussieht. Wenn ich das auf Android laufen lasse, sieht das aus wie ein Android-Zurück-Button. Das ist bei Flutter anders. Bei Flutter sage ich einmal, wie es aussehen soll. Ich sage, dieser Button soll aussehen wie ein Alpaka und dann sieht er überall aus wie ein Alpaka. Oder er soll aussehen wie ein Android-Zurück-Button und dann sieht er auch auf iOS aus wie ein Android-Zurück-Button. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber erwähnenswert ist es auf jeden Fall. Das ist dieser Punkt, same layout on all platforms, also es sieht, wenn man es für ein Android-Gerät designt, sieht es auch auf dem Desktop prinzipiell gleich aus. Natürlich responsive kann man es machen, aber ja, es sieht überall gleich aus.
Das gibt einem zum einen die Möglichkeit, ein natives Look and Feel zu kreieren. Zum anderen läuft man auch Gefahr in Flutter, dass man dann Leuten von iOS zum Beispiel irgendwie ein Design vorsetzt, was sie überhaupt nicht gewohnt sind, weil es von mir aus das, keine Ahnung, Qt-Design von Linux ist. Da muss man einen Mittelweg finden, aber ich persönlich finde das relativ gut. Und ich möchte nochmal erwähnen, dadurch, dass nativer Code ausgeführt wird und nicht JavaScript-Code, kein Java-Code in irgendeiner virtuellen Maschine, ist es eben genauso, als würde ich die Anwendung unter Linux in C++ schreiben, genauso, als würde ich die Anwendung unter iOS in Swift schreiben und genauso, als würde ich die Anwendung unter Android in Kotlin schreiben oder C oder was auch immer man dafür verwenden will. Das wäre mein kleiner Einstieg. Fragen und Anmerkungen? Ja, Paula? Also ich finde, die Dokumentation und die Tutorials sind extrem gut. Da war ich tatsächlich selber überrascht. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Firma Google dahinter steckt. Die haben eben ziemlich viel Geld, um das zu betreiben. Aber ja, die Tutorials für Einsteiger, die sind sehr einsteigerfreundlich. Die Architektur der Sprache ist, glaube ich, für Einsteiger einfacher als für Umsteiger. Wenn man nämlich noch nicht so viel Programmiererfahrung hat, hat man sich noch nicht an irgendwas gewöhnt. Und Flutter ist anders Design, als man es von irgendetwas nur gewohnt sein kann. Weil es, ja, also dieses komische Design as part of the code, das gibt es fast nirgends sonst. Weißt du, was du damit mal umgesetzt hast? Also was sind so Beispiele, die du damit gebaut hast bisher? Ich baue damit tatsächlich alles, was auf verschiedenen Plattformen laufen soll. Sei es eine Anwendung, um Mathe-Tests zu schreiben, sei es ein Barcode-Scanner, der Produktinformationen, Stichwort Jugendhackt Berlin, ausliest, oder sei es eine Infoseite zum nächsten Global Climate Strike. Alles, wo ich keine Lust habe, es für alle Plattformen neu zu schreiben, mache ich mit Flutter. Ja, so viele andere Leute zum Fragen gibt es ja nicht. Ich glaube, das war's dann.